Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Master Game. Und dazu gehen wir erstmal direkt in ein leeres Gebäude und mieten das, weil wir haben kein Geld, um es zu kaufen. Das kostet nämlich 30.000. Nicht wundern, ich habe dieses Spiel schon mal mit meinem Freund gespielt. Also das heißt, ich kenne hier fast alles. Und ich habe auch einen Spielstand, wo ich schon mehrere Billiarden Euro habe. Also deswegen nicht wundern. Ja. So, also wir stellen erstmal einen Lieferdingsbums an. Aber können wir nicht, weil wir kein Geld haben. So, wir sollen jetzt erstmal hier, soweit ich weiß, irgendwas machen. Ich habe gerade nur keinen Plan, was ich nochmal machen musste. Genau. Hier, ich muss jetzt hier drauf drücken und auf einmal hier und dann Arbeit starten. So. Da muss ich jetzt einfach wie verrückt auf die Tastatur drücken. So. Diese 2 Sekunden. So. Jetzt habe ich beispielsweise 521 Euro. Beziehungsweise Dollar sind es hier. So, und das muss ich jetzt die ganze Zeit machen, bis ich halt irgendwann mir, nicht Stuff, bis ich mir hier irgendwann, Dings hier einstellen kann. So, den könnte ich jetzt praktisch einstellen, allerdings seht ihr, der kostet 1,4000 Dollar und ich krieg 108 Dollar in der Sekunde. Die kann ich aber alle noch nicht reinmachen, daher, dass ich erstmal so viel Geld brauche. So, das hier kann ich, glaube ich, nicht bezahlen. Nee, hier steht auch Mieten 800. So, das müsste ich jetzt rein theoretisch bezahlen innerhalb 8 Minuten. Wenn ich das nicht mache, kriege ich, glaube ich, eine Strafe oder so. Und das wird auch, glaube ich, so kommen. Deswegen muss ich jetzt erstmal bis 800 sparen. So, jetzt habe ich beispielsweise schon so viel Geld verdient. So, jetzt muss ich nämlich beispielsweise gleich, jetzt habe ich gleich 800 und mit jedem Drücken hier kommt auch immer eine längere Zeit. So, jetzt habe ich beispielsweise die 800 und jetzt könnte ich hier auf Schließen drücken und jetzt zahlen. Habe ich immer noch nicht. Warum? Das frage ich mich gerade selber. Ah, nee, hier steht. Hier steht, ich muss 1000 bezahlen. Warum auch immer ich 1000 bezahlen muss. Keine Ahnung. Also brauche ich jetzt auf jeden Fall 1000 Dollar, bis ich praktisch das bezahlen kann. Und das muss ich innerhalb 7 Minuten machen. Wenn ich es nicht mache, kriege ich auf jeden Fall eine Strafe. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kann ich hier auf jetzt zahlen drücken. Wie ihr sehen könnt, Rechnung erfolgreich bezahlt. So, jetzt kommt in 20 Minuten wieder eine Rechnung, die ich dann wieder bezahlen muss. Und das geht dann immer so weiter. So, und deswegen brauche ich gleich einen Mitarbeiter und das will ich jetzt sparen, bis ich mir einen Mitarbeiter holen kann. So, jetzt müsste ich 200 haben, genau. So, ein Mitarbeiter kostet gerade, der kostet beispielsweise nur 120, den habe ich jetzt eingestellt. Hier seht ihr ihn. Könnt ihr jetzt sagen, hier, was auch immer das ist. So, ich gehe jetzt hier auf Upgrade Stuff, dann drücke ich jetzt beispielsweise hier drauf. Und dann seht ihr, ich kann für 3000 das hier upgraden. Genau. So, und das kann ich hier bei jedem machen. Also ich könnte jetzt hier sagen, ich brauche 240. So, dann gehe ich hier hin. Zack. Arbeite. Jetzt seht ihr auch schon, dass ich mehr bezahlen muss, weil ich einen Mitarbeiter habe. Ihr seht auch, er verdient gerade 9 Dollar. So, jetzt habe ich praktisch schon 443. So, ihr seht, die Miete kostet 800, also Elektrizität kostet 200 und Stuff kostet 120, weil er kostet 120. Das muss ich in 15, beziehungsweise jetzt 16 Minuten bezahlen. So, wenn ich jetzt den hier einstelle, zack, seht ihr, jetzt kostet das schon 360. Und das geht halt immer so weiter, bis ich halt irgendwann mal dieses Geld habe, wo ich auch gar nicht mehr arbeiten muss. So, und irgendwie kann man dann auch, kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. So. Zack. Schließen wir das hier mal kurz. Man kann hier natürlich auch mehrere Etagen kaufen. So.
Also ich könnte jetzt, glaube ich, sogar nur noch ein einstellen. Hier. Okay, funktioniert tatsächlich. So, jetzt gesehen, ich konnte den upgraden. Fehler, Fluch nicht gefunden, okay. Keine Ahnung, was das heißen soll. So, also hier kann man bis zu 10 upgraden und dann kann man sich halt ein neues Gebäude holen. Und hier kann man halt das Gebäude hier upgraden. So, hier kann ich das Office. Ah, ne, warte, was kann ich denn hier upgraden? Ach so, hier kann ich meinen Skill und sowas alles upgraden. Und hier kann ich halt das hier alles upgraden. Also, dass hier nicht mehr so Schmutz ist und sowas. Was ist das hier eigentlich? Hey, there. Hallo, ich möchte in dein Unternehmen investieren. But I need your. Warte. Es wird jetzt eh gleich übersetzt. Eigentlich. But I need you to. Okay. Ich schlage meine Höchstpunktzahl von 250. Wenn du es in unter 30 Sekunden schlägst, gebe ich dir 750. Gib mir $375 und wir haben einen Deal. Ja, können wir machen. So, jetzt habe ich beispielsweise Minus gemacht und jetzt muss ich in 30 Sekunden 250 Score haben. So, jetzt muss ich ganz schnell hier drauf drücken. So, ja, mach schneller. Mach schneller. Es wird knapp, das wird knapp. Ich muss einen Highscore von 250 haben. Ich habe den eigentlich schon. Ich frage mich gerade. So. So, jetzt habe ich beispielsweise 2K. Kann ich wieder zu ihm hingehen, glaube ich. Nee, kann ich nicht. Ah, jetzt ist er weg. Jetzt habe ich, wie ihr hier seht, ganz viel Geld. Womit ich auf jeden Fall. Okay, es funktioniert nicht, weil hier nur zwei reinpassen. Gut, dann würde ich jetzt erstmal upgrade. Mich selber, glaube ich, upgraden. Geht dort? Nee. Das heißt, hier kann ich jetzt sagen, für 3K tue ich das hier upgraden. So, geht nicht, weil ich 3000 brauche. Dementsprechend muss ich jetzt hier weitermachen. Und das geht dann halt immer so weiter. Jetzt verdient er nämlich schon $18. Immer durch einen Levelaufstieg verdient er halt mehr und mehr und mehr und mehr. Genau. So. Zack. Jetzt habe ich 3000. Jetzt kann ich sagen, Upgrade Stuff. So, und hier seht ihr, es kostet natürlich auch wieder plus 200. Wenn ich jetzt hier auf Upgrade drücke, zack, seht ihr, es hat sich geupgradet. Und meine Rechnung kostet auch wieder mehr. So. Das muss ich die ganze Zeit machen, bis ich halt irgendwann nicht mehr arbeiten muss, weil ich es selbst tue. So, jetzt habe ich beispielsweise 800 verdient und durch den anderen, ja, 854 habe ich verdient. So. Was das hier ist, das kann ich euch auch eben zeigen. Hier könnte ich für 50.000, wenn ich das irgendwann mal habe, kann ich hier meinen oder einen Truck kaufen und das hier ist ein Lieferungswagen, den könnte ich beispielsweise für 5000 kaufen. Ja. Das ist hier alles überteuert, sehe ich gerade. Also ich kann mir hier echt nichts leisten. Auf jeden Fall, wenn ihr wollt, dass ich mehr von diesem Simulator mache, dann lasst mal gerne ein Like da. Wenn nicht, schreibt es in den Kommentaren, was ich ansonsten spielen sollte. Ja. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, jetzt habe ich 1000. Kann ich hier auch wieder upgraden. So, jetzt könnte ich praktisch gucken. Ah ne, ich brauche ja nochmal 3K, ne? So, ich muss jetzt wieder 3000 sparen. Dann kann ich nämlich das andere auch upgraden und dann verdienen die beide nämlich sehr viel. So, ich habe jetzt schon 1006 verdient. So. So. Und wieder. Ich brauche Money, sehr viel Money. So, dann. Zack, jetzt habe ich wieder 1000 verdient. Ich fast 4K. Dann jetzt kann ich hier wieder auf Upgrade Stuff. Kann ich den hier anklicken. Der ist auch Level 4, wie man hier sehen kann. Die sind beide Level 4. Wenn ich jetzt das hier upgrade, sind die beide genau gleich. So. Auch ich kann, glaube ich, meins irgendwie upgraden. Hier, genau, das hier ist mein Computer.
Hier kann ich mich selbst upgraden. So. Beispielsweise für 2400 kann ich mich upgraden. Könnte ich auch eigentlich gleich mal machen. Wenn ich so viel Geld habe, ne? So. Jetzt habe ich 1123. Jetzt muss ich kurz gucken. Okay, ich brauche noch ein paar 100 Euros. So. Dauert ein bisschen. So, zack. Ich kann es natürlich auch ab 10 Minuten schon kaufen. Allerdings habe ich jetzt noch 9 Minuten Zeit, tatsächlich das auch wirklich zu bezahlen. So. Zack. Ich würde sagen, dass ich mich erstmal upgrade. So. Und jetzt das hier einmal spare. Dass ich meine Miete hier und meine Elektrizität und mein Stuff-Fahrzeug zahlen kann. Das sollte relativ schnell gehen jetzt, wie man hier sehen kann. Ich habe jetzt schon fast 2000 verdient. Und jetzt kann ich es bezahlen. So. Naja, wenn ich das weitermachen soll, dann schreibt es mal gerne in den Kommentaren. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Haut rein, Leute. Euer Stando. Ciao.